Sie Platz? Lebt Jesus auch heute unter uns? Ja. Was sagen Sie dazu? Halleluja. Oh, es war so leise. Was? Noch, es ist noch leise. So schön. So, wir werden jetzt einige Zeugnisse hören, wie Jesus so alles tut. Also, ich bin selber sprachlos dabei. Kommen Sie. Sie sind die Helena. Heißen Sie Helena? Sie kommen von Polen. Woher kommen Sie? Ursprünglich aus Polen, aber wohnen wir in Deutschland. Wo leben Sie jetzt? In Gebelsberg. Wo? Gebelsberg. Kenn ich nicht. Das ist die Gruppe, die aus Hagen. Ah, die Gruppe sind da von Hagen. Gott sei Dank, die da sind. Jawohl. Halleluja. Wer ist von Hagen gekommen? Wie viele? 30, 50? Bitte. Wie viel? 40. 43. Also, schön, dass Sie da sind. Kommen Sie wieder. Was wollen Sie sagen, Helen? Ja, ich muss gestehen. Ich kann Ihnen helfen. Ich kann auch Polnisch, wenn es sein muss. Mein Mann war spielsüchtig. Viele Jahre mit Computer hat er gespielt. Da war nichts zu machen. Er hat viel Geld verspielt und Zeit, und überall, wo wir hingefahren sind, musste er suchen, wo Plan, wo ich mach so, nee, lass es. Internet ich hatte. Das so, ja. Und da war nichts zu machen. Ich habe geschimpft, mit ihm Streit gehabt. Aber das hat nicht genützt. Das hat nichts geholfen. Das hat nichts genützt. Sie hat, habt ihr gehört? Wenn ein Mann was anstellt, soll man nicht immer schimpfen. Immer zu ihm ja sagen, lächeln. Und die Kinder umbeten für ihn. Aber nicht so groß machen. Ne? Ich bete so viel für dich, das sagt man nicht. Einfach in der Stille beten. Haben Sie das nicht gemacht? Es haben Sie mit ihm geschimpft. Geschimpft erstmal. Hat nichts gebracht. Hat nichts gebracht. Nichts gebracht. Und da habe ich gedacht, die letzte Rettung, jetzt werde ich für ihn beten. Ja. Da war ich hier im Januar. Und dann war sie im Januar mit ihm hier, der spielende Mann. Und was hat er gemacht? Er konnte hier nicht spielen. Nach ein paar Tagen, ich sehe, der Computer steht still, da kommt keiner dran, keiner spielt. Ja. Da habe ich nach einer Woche gefragt, was ist denn los? Da hat er... Haben Sie gefragt, was ist los, warum spielst du nicht mehr? Warum spielst du nicht mehr? Ich habe gesagt, bist du krank oder... Oh je! Yeah. Da sagte er zu mir, ich spiele nicht mehr. Oh, waren Sie traurig? Da war ich erleichtert. Erleichtert, Sie waren sprachlos. Da war ich sprachlos, dass sowas überhaupt gibt. Ich habe gedacht, das wird nicht ein Ende haben. Und noch. Aber Sie haben gewusst, dass Jesus heute lebt. Ja. Haben Sie geglaubt? Habe ich dran geglaubt. Und nochmal, seitdem wir in Deutschland leben, war er nicht zu beichten. Das sind 30 Jahre. Als er in Deutschland lebt, war er nicht beichten gegangen. 30 Jahre lang. Und dann, was hat er gemacht? Kamen wir gerade aus Polen zurück, waren wir auf Annaberg. Ja. War bei unserem Programm in Annaberg. Waren Sie bei unserem Programm in Annaberg? Nein. Also, ja. Das, nein. Und da habe ich für ihn nicht gebetet. Nicht gebetet für ihn, nein. Nur ich habe mich hingestellt zu beichten. Ja. Und ein Bekannter war mit uns, hatte sich so, was, ich drehe mich um, gucke ich, wer steht da hinten? Mein Mann. Geht er, ohne was zu sagen, zu beichten. Oh nein. Nach jetzt lächeln Sie doch mal dabei. Nach 30 Jahren. Wie schön. Wir haben einen wunderbaren Gott, gell? Wunderbar, es ist ein Wunder geschehen. Es ist ein Wunder geschehen, nicht nur ein wunderbarer Gott. Es ist ein Wunder geschehen. Halleluja. Ich bin so dankbar dem lieben Gott. Deswegen bin ich heute hier gekommen, nochmal Danke zu sagen. Danke zu sagen, ist sie hergekommen. Dankeschön, Helen. So.
Mein Name ist Neppi Schmidt. Ich bin schon 7 Jahre her gewesen, weil ich dann so schreckliche Knieschmerzen. Bis in ein Auto kann ich nicht mal richtig einsteigen. Meine Knie war so sehr starke Schmerzen. Und dann, ja, aber ich versuche immer zu fahren, um hierher zu kommen bei der Gebetstag. Sie kommen auch zur Anbetung ganz treu zu uns, oder? Ja, auch. Ja. Ja, und dann war ich hier, war ich. Und dann war ich hier gewesen mit Schmerzen in der Knie und habe es dann mit der Salbe und alles Mögliche verbunden. Zu Hause habe ich es auch eingerieben mit Salbe, ist auch nicht besser geworden. Yeah. Und dann war ich hier und bei dieser Monstran umgehen, was ist das? Jesus vorbeigehen. Ja, vorbeigehen. Und dann habe ich gebetet, habe ich gesagt, Jesus, ich kann leider nicht knien. Habe ich meine Schmerzen, heile mich. Und habe ich dann an der Monstran habe ich dann so Herz Jesus gesehen. Und da habe ich dann wirklich gebeten, habe ich gesagt, ich hoffe, dass ich mal Schmerzen. Ich bin von hier rausgegangen zum Auto. Ich brauche diesen Verband nicht mehr. Ich bin rausgegangen. Bis jetzt habe ich keine Schmerzen mehr. So, im Buch der Weisheit steht geschrieben, wer das Salbe oder Kraut hat mich geheilt. Was hat dich geheilt? Wer hat dich geheilt? Jesus hat mir das geheilt. Es freut mich bis jetzt schon 7 Jahre. 7 Jahre her ist das. Sie hat 7 Jahre gewartet, ob das nochmal kommt. Ist nicht mehr gekommen. Jetzt hat sie Zeugnis gegeben. Ja. Halleluja. Wie heißen Sie? Danica Joksimovic. Ah, Danica. Kako ste, Danica? Dobro, dobro. Spela. Dobar dan. Dobar dan, ja. Dobro jutro. Kako ste vi? Dobro, dobro. Also das war, heute ist Pfingsten, ich kann alle Sprachen. Ich kann viele Sprachen. Freut mich, ja. Das. Welche Sprache war das? Kroatisch. Kroatisch war das, ja. Habe ich richtig gesprochen? Ja, natürlich, ja, klar, richtig. Ich kann Ihnen auch sagen, Lakunoc. Da müssen Sie sprechen. Ja, jetzt oder ein bisschen später. Lakunoc heißt gute Nacht, das darf ich Ihnen nicht sagen. Das, ja. Ja. Sie, was ist passiert? Ich war hier beim Seminar, Exerzitien 5 Tage. Und in Haus Raphael. In Haus Raphael. Und da habe ich 6 Jahre gehustet. Seit dem Zeit, wie ich hier war, huste ich nicht mehr. Ich möchte dem lieben Gott aus tiefem Herzen danken für diese Zeit. Ich danke dem lieben Gott für alles, was er für mich tut in dieser Zeit, in meine Situationen, was ich habe bis jetzt. Yeah. Ich bete, ich hoffe auf meinen lieben Gott, dass er mir auch weiterhilft in allem, was ich in mein Kreuz trage. Danke dem Jesus. Halleluja. Beten Sie für Haus Raphael auch? Ja. Beten Sie für Haus Raphael? Ja, in Gebet, im Rosenkreuz, auch wenn in der Messe gebe ich. Wir brauchen das. Ja, mache ich. Danke. Danke. So. Jetzt kommt Iris. Genau. Sind Sie eine Blumen? Blumen heißt Iris. Ja, genau. Sie sind auch jetzt. Ich bin jetzt eine Blume durch Jesus. Ja, durch Jesus Christus. Sie waren früher nicht so, Sie haben keine Ausstrahlung gehabt wie heute. Ja. Haben schon mal in den Spiegel geschaut? Ja, sagen ja andere auch. Sagen Sie jetzt. Ja, also Halleluja. Ich war jetzt bei den letzten Exerzitien hier gewesen bei der Schwester Margarita und Jesus hat mich geheilt. Ich kann es gar nicht sagen, wie dankbar ich da bin. Ich hatte vor 29 Jahren bei einer Geburt. Also Sie sind 29 Jahre alt? Nein, vor 29 Jahren. Sind Sie geboren? Ne? Nein, bei der Geburt meiner ersten Tochter. Also Tochter, nicht bei Ihnen. Nein. Und hätte ich mich ganz schön jung gehalten, gell? Und auf jeden Fall habe ich schon damals gesagt, ich bin so schmal, ob ich überhaupt normal entbinden kann. Ja, das geht. Ich brauche keine Sektio. Und dann habe ich gemerkt, während der Geburt, dass mein Becken bricht. Das hatte ich dann noch denen gesagt.
Dann haben sie gesagt, ich soll mich nicht so anstellen, ich soll mich nur aufs Kind konzentrieren. Und dann bekam ich auch mein Becken nicht mehr hoch, konnte nichts mehr machen. Dann haben sie gesagt, es ist die Psyche der Wöchnerin. Und dann habe ich gedacht, okay, erste Kind, ich kenne mich da nicht aus, ist normal. Und nach 4 Wochen, weil ich also auch gar nicht laufen konnte, bin ich zum Arzt und er hat dann diagnostiziert, dass mein Becken gebrochen ist. Und dann war es aber so weit, dass es halt nicht mehr repariert, also nicht die 4 Wochen. Reparieren ist schon ein richtiges Wort. Ja, genau, wirklich reparieren. Da hat er dann gesagt, es geht erst nach den Wechseljahren, würde das mit Platten und Schrauben. Mein Gott. Genau. Wie viele Jahre noch müsst ihr so warten? Ja, so ist es. Was hat der Herr gemacht? Und dann hat der Herr es so gemacht, meine jüngste Tochter hat gesagt, wenn du zu den Exerzitien gehst, du sagst, dass du den Beckenbruch hast. Und das war schon ein vorhergehender Exerzitien. Und ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, das ist nicht so schlimm. Und diesmal habe ich gedacht, ich darf nicht nach Hause kommen, ohne das zu sagen. Und ich habe diese große Gnade bekommen, dass Jesus mein Beckenbruch geheilt hat. Und ich kann alles machen. Ich bin dann nur noch oben im Zimmer danach, im Zimmer noch rum. Wann sind Sie geheilt worden? Wo die Schwester Margarita und der Pfarrer Huber über mich gebetet haben. Und dann ruhte ich im Heiligen Geist und dann hat Jesus mich geheilt und man kann gar nicht so viel Gott danken für das. Also so in Worte aussprechen, was einem da geschenkt wird und weil das tut einen das Ganze, also die 29 Jahre sehr, sehr einschränken, weil man immer Schmerzen hatte. Ich konnte nie ohne irgendwas im Bett liegen mit Unterstützung oder schwere Arbeit machen. Und ich kann alles machen und das ist einfach nur Gnade Gottes. Halleluja. So. Das reicht einfach nicht. Das ist einfach Danke und Halleluja. Was muss man noch machen? Jesus hat Ihnen so vieles geschenkt. Ja. Das was schenken Sie ihm? Ein paar Stunden? Ja, das schenke ich ihm. Ja. Das Halleluja. Halleluja. Ja. Beten Sie für uns, Raphael. Jeden Tag. Ja, jeden alles. Tag. Vielen Dank. Danke, kommen Sie. Sie läuft ganz schön und gut, ohne Schmerzen. So, jetzt kommt eine sehr hübsche Dame. Woher komme ich? Ich komme aus Brasilien. Ich lebe schon 30 Jahre hier in Deutschland. Heiße Maria de Lourdes. Und ich komme schon seit 2003 fast regelmäßig hier nach Bad Soden. Aber jetzt haben wir uns schon lange nichts mehr gesehen. Wann war das letzte? Ich war der letzte Monat hier, ganz hinter Gesicht. Ah, hat sie versteckt. Also, damals sehe ich alles. Ja. Ja. Und ich habe sehr viele Heilung hier erfahren dürfen, auch meine ganze Familie. Und die größte Heilung, die ich erfahren durfte, war die Heilung der Beziehung zu unserem Herr Jesus Christus. Seit dass ich hier mein erstes Exerzitien teilgenommen habe, habe ich Freude am Beten. Und in unserer Familie ist auch sehr viel geschehen. Mittlerweile sind alle meine Kinder und mein Mann und alle zu Gott gekommen, sind auch aktiv in unserer Gemeinde. Und meine Kinder, mein Mann hat auch schon hier einige Exerzitien mitgemacht. Und ich habe darunter gelitten, weil mein Vater das nicht akzeptieren konnte oder nicht verstehen konnte, warum dass ich hier immer hierher komme. Er hat gemeint, etwas stimmt hier nicht und das hat ihm Sorge gemacht. Und letztes Jahr, im April, ist er gestorben. Und in Brasilien ist es so, dass man innerhalb 24 Stunden beerdigt wird. Ich habe die Nachricht bekommen, abend, einen Mittwoch, dass mein Vater gestorben ist und schon abend beerdigt wird, also hier bei uns abend, in unserer Uhrzeit. Und es war für mich schrecklich. Ich habe die ganze Nacht, also bis am Sonntag geweint. Ich konnte... Weil sie nicht gehen durfte. Nicht gehen durfte, genau. Und am Sonntag ist mein Mann mit mir hierher gekommen. Ich kam rein und ich konnte noch nicht den Lobpreis mitsingen. Ich war sehr traurig. Ich habe mein Auge zugemacht und plötzlich sah mein Vater vor mir, direkt vor mir, mit einem großen Lächeln und ich höre auf so eine innere Stimme, die mir sagt,
Danke für das Haus, Raphael. Danke für dein Gebet. Alle meine Schmerzen, meine Traurigkeit ist verschwunden. Und ich bin dann auch letztes Jahr nach Brasilien geflogen, weil meine Mutter sehr krank war und habe alle besucht. Und ich dachte mir, es wird wieder kommen, diese Traurigkeit, weil in diese 30 Jahre mein Vater war der, der mich immer abgeholt hat im Flughafen. Aber es war nicht so. Ich war nicht traurig und ich konnte auch alle mit allen darüber reden und alle haben auch Freude erfahren. Dafür möchte ich Gott danken und vor allem Schwester Margarete für dieses Gebetshaus hier. Und ja, Gott möge sie vergelten. Dankeschön, vergesst es. Wo sie gesprochen hat, der Herr hat so Bestätigung gegeben bei mir. Voller Heilige Geist so. Es ist ein wunderbares Zeugnis. So viele Jahre Krieg geführt, er so lange gelebt hat und gestorben war, dürfte sie erleben. Ihr Gebet ist angekommen für ihn. Halleluja. Da ist ein junger Mann. Hallo. Guten Tag. Und wie heißt du? Marco. Marco. Schön. Also Marco ist mein jüngster Sohn. Ich habe in 8 Jahren, wir hatten keinen Kontakt, er wurde mir entzogen. Der Kindesvater hat die sogenannte Mutter-Kind-Entziehung gemacht. Ja, und durch das Gebet hier und durch Fasten, durch tägliche heilige Messen, ist Marco jetzt am Freitag wieder ganz zu mir hingezogen. Er wurde durch Geschenke und so weiter beeinflusst, wohnt jetzt bei mir. Ja. Ja, und auch seine Schwester, also mein zweites Kind, kommt auch ganz nach Mainz. Und Marco ist der Grund, warum ich überhaupt den Weg zu Bad Soden gefunden habe, vor 10, 12 Jahren. Marco war 1,5 Jahre alt oder 2 und konnte nicht sprechen. Und der Logopäde konnte nichts damit anfangen, weil kein Wortfluss da war. Also es war nichts da, er war einfach blockiert, also eine Blockade. Und eine Bekanntin, die Cousine von der Luza übrigens, hat gesagt, ich möchte nur das eine, also von denen allen aus Mainz, die kommen, ich möchte nur, dass eine nach Bad Soden zu Margarita kommt und das einmal erlebt und die Musik. Da habe ich gesagt, brauche ich nicht, ich bin Katholikin, Praktizierende, ich kannte bis dahin keine charismatische Bewegung. Ich habe gesagt, ich kriege alles vom Jesus vor in der Heiligen Messe, was ich brauche, brauche ich nicht. Ja, und einmal wollte mir Marco in der Küche was sagen, hat mich angeschaut, es hat nicht geklappt, es hat mir das Herz gebrochen. Ich habe gesagt, okay, ich gehe nach Bad Soden. Margarita kam nach Mainz, hat Exerzitien gegeben, war bei ihrer Schwester. Ja, und dann habe ich, Marco war 2 Jahre alt, Margarita hat ihn gesegnet, er ist ihr zusammengesackt in den Arm, sie hat ihn zu mir gebracht und seit dem Zeitpunkt konnte Marco, auf einmal waren Wörter da, er konnte Sätze und seitdem ich Zeugnis gegeben habe, konnte er ganze Geschichten erzählen. Und heute redet er wie ein Wasserfall. Ja? Ja. Ja. Ja, genau. Und dass er überhaupt auf die, also ich muss noch ganz kurz eine kleine Geschichte von Anfang. Er war von seinem Vater kein Wunschkind. Die Kinder kamen zu mir und haben gesagt, wir wollen noch ein Geschwisterchen und ich bin zu meinem Mann, er wollte nicht die Kinder, zu meinem Ex-Mann wollte auch, also ein Mann, ne? Dann haben wir gesagt, Kinder, wir beten Barmherzigkeitsrosenkranz. Und es hat geklappt, mein Mann hat ein weiches Herz gekriegt. Marco ist am Todestag von der Faustina geboren, ist jetzt auch am ersten Freitagmonat zurückgekommen. Also ist wirklich ein Kind der Barmherzigkeit. Ja, Halleluja. Das ist ein wunderbares Zeugnis, wie Jesus auch wirkt und helfen kann. Ich kann mich noch so gut erinnern. Wir haben gebetet, bei diesem Gebetstag war das in Mainz, glaube ich, oder Exerzitien, weiß ich nicht. Sofort hat das Kind angefangen und sie hat gesagt, jetzt redet es. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass es nicht reden konnte. Und plötzlich, sofort hat Jesus diese Wunder gewirkt. Dankeschön.